Über 70 Züchter aus Sachsen und Thüringen stellten ihre Tiere zur 28. Erlauer Rammler Schau aus. Am 4. und 5. Januar gab das Vereinshaus des Kleintierzuchtvereins 1888 Erlau und Umgebung der Ausstellung dafür den passenden Rahmen. 40 Vereine, darunter 20 aus Mittelsachsen, waren hier vertreten. Segen bringen, Segen sein, Frieden im Libanon und weltweit, heißt dieses Jahr das Leitwort der Aktion Drei Königs singen. Zum 62. Mal waren die Sternsinger bundesweit unterwegs. In Döbeln sammelten sie ebenfalls Spenden. Unter anderem besuchten sie am 7. Januar auch Oberbürgermeister Sven Liebhauser. Der ländliche Raum war eines der großen Themen beim traditionellen Dreikönigstreffen der FDP in Döbeln. Etwa 50 Gäste waren der Einladung der Döbelner Liberalen am 8. Januar ins Wellwell-Döbeln gefolgt. Bereits zum 29. Mal fand die Veranstaltung statt. Mit dabei waren Vertreter der FDP-Landesspitze. Als Gastredner brach Thorsten Krawczyk, der Chef des Sächsischen Bauernverbandes, eine Lanze für seinen Berufsstand. Landwirtschaft als Wirtschaftsfaktor im ländlichen Raum war sein Thema. 2020 wurde weltweit der 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens gefeiert. Auch das Mittelsächsische Theater widmete sich mit seinem Programm dem Thema. Am 18. Januar hatte Fidelio, die einzige Oper des Komponisten, in Döbeln Premiere. 10 Tage vorher gab es im Theaterfoyer eine Eröffnungssoyer mit den Solisten der Aufführung. Das Rathaus war 2020 die letzte Station der Sternsinger in Mittweida. Am 9. Januar brachten die Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde St. Laurentius Mittweida Segen über 40 Haushalte und baten um Spenden für Kinder in Not. Die Vereinsmeile in der Sporthalle am Schwanenteich gehört beim Neujahrsempfang des Mittweidaer Oberbürgermeisters genauso dazu wie der obligatorische Begrüßungstrunk und die persönliche Aufwartung des Stadtoberhauptes und seines Begrüßungskomitees. Das hatte alle Hände voll zu tun, denn der Einladung waren rund 540 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und dem öffentlichen Leben der Stadt Mittweida sowie deren Gäste unter anderem aus Česká Lípa gefolgt. Märchenhaft Musikalisches versprach das Neujahrskonzert der Stadt Mittweida mit der Mittelsächsischen Philharmonie am 10. Januar in der Sporthalle Mittweida. Schätzungsweise 450 Gäste wollten hier die musikalischen Interpretationen aus 1001 Nacht erleben. Nach der Bekanntgabe des Weggangs von Generalmusikdirektor Roald Grüneis zum Ende der Saison avancierten die Neujahrskonzerte zu einer Abschiedstournee. Drei ihrer verdienten Persönlichkeiten ehrte die Stadt Mittweida im Rahmen des Neujahrsempfangs des Oberbürgermeisters. Matthias Wolf, Sven Heller und den früheren Mittweidaer Pfarrer Dr. Christoph Körner. Weiterhin wurden ebenfalls langjährige Stadträte für jahrzehntelanges ehrenamtliches Wirken ausgezeichnet. Am 13. Januar wurde das neue Kundencenter der Mitteldeutschen Regiobahn im Bahnhof Döbeln feierlich eröffnet. Nach erfolgreich abgeschlossener Renovierung können die Fahrgäste wieder im modernen Ambiente ihre Fahrkarten für den Nah- und Fernverkehr erwerben, Abonnements abschließen, Sitzplatzreservierungen vornehmen und sich rund um bahnbezogene Dienste beraten lassen. Die Eröffnung des MRB-Kundensenders erfolgte im Beisein von Vertretern der MRB, VMS sowie der Regional- und Kommunalpolitik. Alle Mann an Deck, hieß es beim Sponsorenturnier des SV Germania Mittweida. Mit dem sportlichen Treffen startete der Verein traditionell ins neue Sportjahr. Für die bereits 19. Auflage des Turniers hatten sich 10 Teams angemeldet. Alle wollten den begehrten Wanderpokal gern mit nach Hause nehmen. Am Ende jubelten die Studenten. Bereits zum 6. Mal hatte der Hundesportverein Geringswalde zum Agility Wintercup eingeladen. Über 200 Mensch-Hund-Teams gingen laut Veranstalter in der Reithalle Seelitz an den Start. Bei den Vierbeinern waren vom Mischling bis zum Rassehund im Starterfeld alles vertreten. Die Wettbewerbe wurden in 4 verschiedenen Leistungsklassen ausgetragen. Seit dem 1. Dezember gibt im Müllerhof Mittweida ein neuer Geschäftsführer den Ton an.
Im Januar stellte sich Jens G. Pfretschner der Öffentlichkeit vor. Auf seinen neuen Aufgabenbereich in Mittweida wurde der 54-Jährige eher zufällig aufmerksam. Allerdings durfte er Corona-bedingt nur wenige Monate bleiben. Anfang Januar fiel in der Hochschule Mittweida der Startschuss für Male Kita. 5 junge Wissenschaftler gehören zur Forschungsgruppe, die 3 Jahre lang fachübergreifend im Themenbereich künstliche Intelligenz forscht. Diese ist in das Sächsische Institut für Computational Intelligence und Machine Learning der Hochschule Mittweida eingegliedert. Bereits zum 9. Mal luden die VR-Bank Mittelsachsen, die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln und die Raiffeisen-Handelsgenossenschaft Mittelsachsen zum gemeinsamen Neujahrsempfang. Gut 130 Gäste waren der Einladung der 3 genossenschaftlichen Unternehmen aus der Region Döbeln gefolgt. Am 25. Januar gewannen die D-Junioren des Döbelner SC in Mittweida die Futsal-Landesmeisterschaft. In der Vorrunde setzten sich die Kicker gegen Eilenburg und Neugersdorf durch. Lok Zwickau nahm den Stiefelstädtern einen Punkt ab. Im Halbfinale schlugen sie den FC Erzgebirge Aue. Im Finale hatte Rasenballsport Leipzig mit 2:1 das Nachsehen. Am Vormittag des 30. Januar wurde der neue Wertstoffhof in Rochlitz seiner Bestimmung übergeben. Mit der Eröffnung stehen auf dem umgebauten Gelände mit vergrößerter Annahmefläche mehr Entsorgungsmöglichkeiten zur Verfügung. Der Wertstoffhof wurde inklusive Anlagen für insgesamt 480.000 Euro umgebaut. Zahlreich begrüßte der Waldheimer Bürgermeister Steffen Ernst am 31. Januar die Gäste zum Neujahrsempfang. Unter dem Motto »Lokal im Zschopautal« waren sie dazu eingeladen. Auch Gertrud Blei, die älteste Bürgerin der Stadt. Steffen Ernst blickte zurück auf das Erreichte und würdigte das gemeinschaftliche Leben und den Zusammenhalt in Waldheim. Als fester Bestandteil des Neujahrsempfangs sollen zukünftig verdiente Waldheimer sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Diese Ehre wurde als erstem Albrecht Bergmann zuteil.